Hallo und herzlich willkommen bei AZTV. Eine Fördersumme von 1,7 Millionen Euro für die Jod-Sole-Therme in Bad Bevensen hat Wirtschaftsminister Jörg Bode zugesagt. Mit den Geldern des Landes soll dort eine neue Salz- und Sole-Welt entstehen. Bei seinem Besuch in der Therme bezeichnete Bode die Kurstadt Bad Bevensen als den Leuchtturm der Lüneburger Heide. Die Betriebskosten für das Waldbad in Bad Bodenteich liegen weit über der Summe, die der Zuschuss betragen darf. Das war schon in den Jahren 2010 und 2011 der Fall. In diesem Jahr sieht es ebenso aus. Die hohen Kosten sind auch gerade deshalb kritisch zu betrachten, weil das Land Niedersachsen die Ausgaben und den Haushalt der Samtgemeinde Aue im Rahmen des Zukunftsvertrags genau im Auge haben wird. Das ist ein echtes Novum bei Nordzucker. Eine Kombination aus Zucker und kalorienfreier Stevia-Süße bringt das Unternehmen, das in Uelzen auch ein Zuckerwerk unterhält, im kommenden Jahr auf den Markt. Stevia ist eine Pflanze, die keine Kalorien besitzt und eine 200- bis 300-fache Süßkraft im Vergleich zum Zucker hat. Und jetzt ein Blick aufs Wetter. In dieser trüben Jahreszeit sind wir für jeden Sonnenstrahl dankbar. Und davon soll es am Freitag sehr viele geben. Die Temperaturen zeigen sich mit maximal 2 Grad und minimal 0 Grad vergleichsweise gedrückt. Richtung Abend schließt sich die Bewölkung aus Westen und es kommt Regen auf, der bis in die Nacht anhält. Der Trend zum Jahreswechsel: Regenschirm und Windjacke bereithalten. Das war AZTV für heute. Tschüss!